Jetzt fällt es gerade mal ein bisschen auf zu regnen. Aber ich habe mal bei einer Wettervorhersage geschaut. Also es soll hier eigentlich bis morgen Vormittag durchregnen. Und wir haben es jetzt 10 Uhr, glaube ich. Und wenn es so weitergeht, ist dann bis morgen in der Früh, kann ich hier durchs Zelt schwimmen. Wahrscheinlich. Also mal überlegen, was ich jetzt mache. Ich habe immer noch kein Auge zugemacht. Wir haben es jetzt 11 und es regnet und regnet und regnet. Guten Morgen, es hat jetzt aufgehört zu regnen. Jetzt werde ich meine Sachen zusammenpacken, aufsatteln und dann weiter Richtung Norden fahren. Hier sieht man jetzt nochmal das ganze Ausmaß, also diese Isomatte ist, glaube ich, definitiv hinüber. Da ist innen drin, hat sich irgendwie die Verbindung gelöst und ich habe jetzt hier ein Riesenkissen und es ist überhaupt nicht mehr stabil. Ihr war lang mit mir unterwegs, war viel unterwegs, ich habe viel auf der Isomatte geschlafen, aber jetzt ist wohl langsam Zeit, sich zu verabschieden. Habe ich noch mal getankt. Es geht gerade extrem langsam vorwärts und es ist auch frisch, es hat 15 Grad ungefähr. Es geht langsam vorwärts, weil eine Umleitung nach der anderen ist und vor mir einen ganzen Haufen LKWs in den Ortschaften 30 und 50 und ein Kreisel nach dem anderen, wo es ziemlich lang dauert. Also es zieht sich, es zieht sich, es zieht sich. Für die letzten 20 Kilometer habe ich, glaube ich, eine Stunde jetzt gebraucht. Ich bin jetzt östlich an Dortmund vorbei und nicht nur, dass sich die Häuser hier verändern und langsam alles voller Backsteinbauten wird, was wirklich richtig schön aus, stehen hier auch Zebras auf der Weide. Das ist der Beweis dafür. Jetzt noch 23 Kilometer.
Bin jetzt am Reiterhof Mark angekommen, aber ich werde natürlich nicht reiten, sondern ich habe mich da eingemietet. Werde jetzt hier erstmal einchecken, meine Sachen nach oben bringen und spätestens morgen schaue ich mir dann die Nordsee an. Jetzt zeige ich euch noch mein kleines Reich, wo ich hier untergebracht bin. Es ist wirklich ganz kuschelig. Hier im Stockbett zu übernachten ist auf jeden Fall besser als im Zelt zu übernachten, wenn es regnet und auf der kaputten Isomatte zu schlafen. Ja, guten Morgen. Ich hatte eine wunderbare Nacht. Ohne Regen, ohne Wind und ich musste auch nicht auf meiner kaputten Isomatte schlafen. Und jetzt, heute, geht es weiter. Habe ich gedacht, ich habe so einen schönen Parkplatz für Motorräder, weil hier Parkplatz, Motorräder, aber ich habe noch ein bisschen weiter geschaut. Wenn man hier weitergeht, kommt auch gleich noch mal ein Schild und hier steht, das ist nur für Besucher, die es Niedersachsen vorziehen. Jo, da muss ich mir wohl einen anderen Parkplatz suchen. Also ein anderer Parkplatz war gleich gefunden, das war kein Problem, genügend frei. Hier geht es jetzt auf jeden Fall zur Langeoog-Fähre.
Bin jetzt auf der Fähre Richtung Langenburg. Angekommen und jetzt geht es runter zum Strand und zum Meer. Ich war hier noch nie, bin echt gespannt, wie es aussieht. Yes, ich bin angekommen. Direkt am Meer über die Dünen drüber. Schaut euch das an. Das ist echt traumhaft. Mit diesem Blick verabschiede ich mich wieder von euch. Es geht wieder zurück nach Hause. Mein Schiff aufs Festland. Und da wartet schon mein Roller. Und ungefähr 500 Kilometer zurück. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Euer Alex.